1999, als wir angefangen haben, kannten wir eigentlich nur Joe Secco. Der war der Einzige, der sich professionell mit dem Medium beschäftigt hat. Er hatte damals dieses Buch über den Balkankrieg veröffentlicht. Er hat eine journalistische Ausbildung, der hatte keine künstlerische Ausbildung, aber er konnte einfach die Geschichten wirklich sehr, sehr gut bauen. Es ist auch interessant, dass er sich selber ein bisschen wie eine Karikatur zeichnet, im Gegensatz zu allen anderen Figuren, die realistisch gezeichnet sind. Das hat damit zu tun, dass man als Journalist eigentlich nur der Stellvertreter für den Leser ist. Ich finde das spannend, dass er eben auch mit einer sehr persönlichen zeichnerischen Note Geschichten nochmal neu erzählen kann, auf eine andere Weise, weil der subjektive Strich des Künstlers eben einfach auch eine neue Ästhetik ist. Для меня предельно важно рисовать на месте событий. Потому что я заряжаюсь их энергией, их ритмом. Ну вот, например, давайте пройдемся к рисункам из серии как раз «Дальнобойщики, торфянка и дубки». И для меня это не просто снег, а метафора, что в современной России любой протест, если он прекращается хоть на минуту, он сразу исчезает. La revue dessinée, c'est une envie commune au départ de créer une revue qui combinerait ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le journalisme de fond et le cœur de notre métier qui était la bande dessinée. Et de mêler les deux de manière à pouvoir donner une autre image du journalisme. On avait un petit peu peur au départ. Puis finalement, l'accueil a été spectaculaire puisqu'on a vendu le premier numéro à plus de 25 000 exemplaires. Il y a beaucoup de journalistes qui sont venus nous voir en nous disant « c'est formidable de pouvoir raconter l'information de cette manière-là ». Les types de narration sont multiples. On peut tout faire avec le dessin, c'est ça qui est formidable. Hier stehen wir vor einem Beispiel aus dem französischen Magazin La Revue Dessinée, wo die Künstler einen sehr innovativen Ansatz gefunden haben. Die Geschichte betrifft die negativen Konsequenzen des Internets auf eine spezifische Art und Weise. Und die Idee, der Kniff ist, den Apple-Gründer Steve Jobs quasi wiederzubeleben und ihn in die verschiedenen Höllen zu schicken, die entstanden sind aufgrund seiner Innovationen. Das heißt, hier kann man auf wenigen Seiten mit großer Fantasie eine ernsthafte Diskussion gut recherchiert führen. Le travail des Guédelis, ça fait partie des incontournables pour moi de la bande dessinée. C'est drôle, il y a de l'autodérision, c'est dépaysant. En permanence, ça rebondit. C'est toujours en subtilité, c'est toujours délicat, sa manière d'aborder les choses. Et en même temps, c'est très cru. On a l'impression d'y être avec lui, qui nous raconte. Ich bin im Jahr 2011 bin ich nach Laos gefahren. Oder als ich von der Reise zurückgekommen bin, habe ich mir die ganzen Fotos, die ich geschossen habe, auf meinen Computer geladen. Und da habe ich mir so kleine Skizzen gemacht. Ich zeichne sehr groß und ich scanne die Zeichnung ein und die Farben mache ich dann digital. Ich schreibe meine Texte nicht selber, das sind Auszüge von Interviews. Ja, dieser Elefant ist von einer Schlange gebissen worden. Hier sehen wir ja kurze Comic-Reportagen von Uli Lus. Sie gefällt uns, weil sie das Alltägliche schildert. Es gelingt ihr immer wieder, das Spezielle zu finden im Alltag. Ich habe nie aufgehört, in den letzten 20 Jahren dokumentarisch zu arbeiten. Also was ich interessant finde, ist die Beobachtung der realen Welt und die Umsetzung. Oder beziehungsweise ich mag auch dieses groteske Seltsame, das der Alltagsmensch mit sich bringt. Ich bin sehr froh darüber, dass ich wieder mal
in der Nachbarschaft von Victoria Lomasko bin. Das ist eine russische Zeichnerin, die ein unglaublich gutes Auge hat für die Seltsamkeiten der Menschen. Was auch noch interessant ist an ihr, ist, dass man wirklich den russischen Background ein bisschen in ihren Zeichnungen spürt. Und es gefällt mir, dass es in der heutigen Zeit noch regionale Prägungen gibt bei den Zeichnern. Und für Reportage ist das natürlich besonders geeignet. Education and art project called Windows on Death Row. The idea was to tackle the issue of death penalty, capital punishment in the US. And then from that project, I did a graphic journalism series for the New York Times. So all of us, all journalists come from a place and come from a point of view. And whatever your quest for objectivity, you're always coming from a point of view and a perspective. So what is nice with comics journalism is that you can honestly show it. Drawing is a very friendly way of making journalism. It's a very connecting medium, so people feel at ease and they're more willing to tell their story, and sometimes they even ask, oh, can I draw as well? Drawing the Times is a online platform for graphic journalism, not only in Europe or in the United States, but also from Africa or other parts of the world, which I think is very interesting aspect of the internet, because you can have stories from everywhere. This was published on The Nib. The comic's about just how easy it is in the final analysis to launch nuclear weapons for a US president. I do also use some other like digital exclusive elements in that I have animated panels that flash because of like it's a nuclear alert, and I got these chemical radioactive looking clouds. Also Arte hat mich irgendwann angerufen und die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, an einer multimedialen Reportage mitzuarbeiten. Wenn man eine klassische Fernsehreportage begleiten lässt von einem Comiczeichner, kann man in dieser Reportage Dinge erzählen, die man mit den gewöhnlichen Bildern einer Filmkamera nicht erzählen kann. Und so ist es eben gelungen, in dieser Reportage etwas hinzuzufügen, die dieser Reportage eine Tiefe hinzufügt, die man ohne diese Zeichnung nicht haben kann. The power of the simple line, removing a lot of information that you don't need and that you have in photos and videos, I think it helps a lot for the reader. It helps them relate to the story. It takes away the voyeurism that you have in photos, and it allows you to concentrate on the emotion and the story. Ein Beitrag aus Drawing the Times, da geht es um einen Schaffner, der sich quasi aufregt. Der Text ist ein Konglomerat aus verschiedensten Aussagen, die aus Interviews stammen. Hier ist. Und hier dann einfach dieses Konglomerat eines Wutbürgers zu sehen, der sich in Rage redet, und am Ende es darauf hinausläuft. Und das ist der Grund, warum ich die Rechtspopulisten wähle. Ein sehr spannendes Beispiel ist, weil es eine der Grundfragen aufwirft, nicht nur im Comic-Journalismus, sondern im Journalismus generell, nämlich wie viel kreative Freiheiten darf man sich nehmen? Und ist das dann auch Journalismus? Du hast schon recht, da geht es an die journalistische Grenze. Da müsste man dann die Quellen anschauen und sehen, sind die Sachen gesagt worden? Die müssen ja nicht von einem Menschen gesagt worden sein, um sie wahr zu machen. Dadurch wird der Comic-Journalismus halt spannend. Ich finde dieses Projekt Alphabet des Ankommens unheimlich toll, weil ich glaube, das ist wahnsinnig hilfreich, wenn Zeichner sich zusammentun mit Journalisten. Also es ist sicherlich gut dafür, um journalistische Comics herzustellen, die gewissen journalistischen Standards entsprechen.
Man kann natürlich aber auch die Frage stellen, ist der die Art und Weise, wie Journalisten arbeiten, die einzig richtige Möglichkeit. Insofern könnte es wahrscheinlich nicht nur so sein, dass der Journalist dem Comiczeichner hilft, sondern andersrum auch eine Erweiterung des Spektrums der Erzählmöglichkeiten könnte sich daraus ergeben.